Guten Tag, liebe Pilzfreunde. Heute möchte ich euch mal einen Pilz vorstellen, der nicht unbedingt in Wäldern wächst, sondern auf Wiesen, an Feldern, an Radwegen, sag ich mal, an Bolzplätzen. Da, wo es ein bisschen schottrig und ein bisschen wiesig, so ein bisschen laubig ist und so ein bisschen gebüschig und so. Der Spargelpilz oder auch Schopftintling genannt. Oder so heißt das Ding so. Viele sagen, wenn der so aussieht, also unten schwarz, sollte man den stehen lassen. Wir haben es jetzt zu Genüge gemacht. Wir schneiden es einfach ab, wenn man den zubereiten will. Und packt das da rein. Und schon ist der Pilz wieder, strahlt der Pilz wieder im vollkommenen Weiß. Der wird nachher so ein bisschen rosa. Also den könnt ihr ruhig mitnehmen, weil das ist wirklich ein ganz fantastischer Speisepilz. Jetzt haben wir hier, oder Jule hat noch ein bisschen was gefunden. Ganz hervorragend, das werden wir gleich noch mit ein bisschen Ei zusammen machen, weil das ist wirklich ein Genuss. Also man glaubt nicht, diesen Geschmack kann man auch gar nicht beschreiben. Also es ist sehr nussig, es ist sehr bisschen süß. Also irgendwie Knallerballer, Vollknorke, Dufte, Edge voll ein, fetzt voll. So. Burner. Das ist der Burner quasi. So, und er ist auch ein Vitalpilz, denn er ist sehr, sehr gesund. Das kann man alles nachlesen in gewissen Foren oder auch einfach in Pilzbüchern. So, den werden wir jetzt mal klein schneiden und dann schmeißen wir ihn in die Pfanne mit ein bisschen Butter und dann kommt noch ein bisschen Ei oben drüber. Ja, und dann guten Appetit. Also wirklich ein knaller Ballerpilz. Pfanne warm, machen wir ein bisschen Butter rein und hier sieht man das, die klein geschnittenen Hüte. Also wir haben jetzt nur die Hüte mitgenommen. Die Stiele, hatte ich so das Gefühl, sind ein bisschen zäh. Deswegen habe ich sie da gelassen. Muss aber nicht stimmen. Also ist alles essbar natürlich von diesem wunderbaren Pilz, der auch oftmals so in so Gruppen vorkommt. Also der zerfällt gleich ein bisschen, das sieht man. Wird ein bisschen schlotzig. Aber ich sag euch eins, das schmeckt wirklich ganz doll fantastisch. Kann man sich gar nicht vorstellen. So. Anbraten. Nicht bewegen. So, nicht wundern, wir haben jetzt die Pfanne getauscht, denn diese scheint mir etwas besser zu sein als die andere. Die Flüssigkeit ist jetzt mehr oder weniger verdammt. Sieht ein bisschen schlotzig aus, gebe ich zu. So ein bisschen so. Ich kann das gar nicht beschreiben. Egal. So, jetzt ein bisschen salzen, ein bisschen pfeffern. Schonzi bonzi. Salz. Nicht zu viel. Wenn nicht verliebt, dann haben die Eier noch ein bisschen Salz. So. Und den Rest brauchen, glaube ich, nicht zu erklären. Das übrigens von selbst. So, ab in die Waschmaschine. Quatsch, weiß schon. Und ein bisschen gepilderte. Der Peter darf nicht fehlen. So. Guten.